Liebe Trainer, es ist Mittwoch, der 20. September 2023. Mein Name ist Dirk Legan und ich begrüße euch heute zu einem weiteren Teil meiner Serie Loro Option Trades. Bevor wir starten, kurz natürlich nochmal der Hinweis vom Disclaimer her: Den Trade, den ich euch gleich zeigen werde, ist ein eigener Trade, den ich gerade eingegangen bin. Das dient nur zur Schulung, was ich euch zeige, ist keine Anweisung, um selbst diesen Trade einzugehen. Wenn ja, dann auf eigene Verantwortung. Okay, starten wir mal. Wie bin ich auf diesen Trade gekommen? Ich benutze dazu den Loro-Scanner. Klar, Moment, ich brauche erstmal eine neue Freigabe. Neue Freigabe, Basis, Bildschirm. Freigeben. So, und jetzt zum Loro-Scanner. Jetzt solltet ihr den Loro-Scanner sehen. Also, was habe ich gemacht als Scan? Ich habe gesagt, okay, alle die veroptionierbaren Werte, das sind diese hier in dieser Datei, sind die hinterlegt. Gib mir mal die Werte raus, die heute oberhalb des Stops liegen. Also dieser Volatilitätsstopp des ATR-Faktor 5. Und dann noch gesagt, okay, ich möchte Werte haben, die aktuell bzw. gestern kleiner 10 waren vom RSI 2, also in einem überverkauften Zustand sind, und heute soll es eine kleine Gegenbewegung gegeben haben. Und genauso sage ich auch, der Wert sollte nicht mehr als 5% von seinem Stopp entfernt sein. Rausgeworfen hat er mir heute unter anderem Home Depot. Das ist ein großer Wert natürlich, der sich auch gut veroptionieren lässt, von daher auch kein Problem. Und das gucken wir uns erst einmal im Chart an. Dazu hier einen Chart an, hier mit Thinkorswim könnte man auch mit einer anderen Plattform machen, aber wie ihr hier seht, ja, Home Depot, jetzt nicht der gigantisch schöne Trend, aber ihr seht, zuletzt liegt das Ding halt hier, ja, jetzt muss ich das mal wieder neu machen, also hier die ganze Zeit oberhalb dieses Volatilitätsstopp hier in grün gepunktet, liegt da drüber, und heute gibt es halt eine kleine Gegenbewegung, deswegen ist hier so ein grüner Pfeil. Ne, gestern war es dann halt der RSI 2 kleiner 10 und so fort. Also das sucht er mir raus und dann kann man sich das halt angucken, wie man das entsprechend veroptioniert. Und ich habe Folgendes gemacht. Gucken wir uns das auch mal an. Und zwar, hier benutze ich die Sink or Swim Plattform. Ich lösche hier mal die Zeichnung. So. Immer mehr Platz. Und was habe ich gemacht? Ich habe ein November Net Zero aufgesetzt. Net Zero hat den Vorteil, dass eine relativ flache T plus 0 Linie entsteht. Und jetzt gucken wir uns das nochmal genauer an. Eingezeichnet, also hier ist der aktuelle Kurs an der Stelle und hier liegt der Stopp. Das heißt, wenn wir zeitnah ausgestoppt würden, ne, das heißt also unter diesem Stopp, Volatilitätsstopp liegen würden, dann hätten wir hier, ich habe hier drei Stück hier aufgesetzt. Gucken wir uns das mal an. Was soll ich das wieder ausmachen? Also dann hätten wir ein Risiko von, ja, sagen wir so $33 roundabout. Das würde bedeuten, heute geht er dahin. Wenn das natürlich irgendwie auch später passiert, sagen wir mal Ende diesen Monats, ne, so eine kleine Laufzeit, ne, dann wären wir schon im positiven Bereich hier, wo wir ausgestoppt würden. Und jetzt mal einen Monat weiter, gehen wir mal auf den Oktober. Monthly Ende, ne, da sehen wir, dann haben wir einen großen Bereich, die hier abgedeckt wird. Und wenn wir da ausgestoppt würden, ne, in dem Bereich zu dem Zeitpunkt, dann wären wir ja trotzdem noch ganz gut im Plus hier, dann $200. Jetzt nicht die Welt, aber immerhin, es ist ein relativ sicherer Trade und darum geht es letztendlich. Und wir sehen hier einen großen Bereich, wo es nach oben hin läuft, wo man dann so Break-Even, nochmal 20. Oktober, wäre dann Break-Even so bei 3,35. Das hieße, ja, der kann durchaus nach oben Gas geben. Und ja, dann kann man gucken, nimmt man den dann raus, wenn zu stark nach oben läuft, oder eben lässt man den sogar noch drin, weil dann mutiert dieses Ding später dann vielleicht gegebenenfalls zum Hedge. Ne? Also je länger die Laufzeit, desto stärker negativ wird das Delta, sodass das durchaus dann, wenn es dann korrigiert, dann ja, durchaus dann in dem Bereich dann wieder Geld generieren könnte. Ne? Aber das ist die Grundidee. Home Depot, ja, relativ übersichtlich. Auch in der Hurricane-Zeit eine ganz gute Idee, weil ja, viele kaufen dann immer Vorfeld des Hurricanes ihre
Absicherung oder machen mal, sagen wir mal, sichern ihre Häuser und nach einem schlimmen Hurricane-Vorfall natürlich dann erst recht, wird dann wieder aufgebaut. Aber Home Depot ist ein Klassiker, als Hurricane-Trade bezeichne ich das halt immer. Aber wie gesagt, das Signal kam über den Signalservice und also nicht Signalservice, sondern über den Loro-Scanner. Und wir haben, ja, dann habe ich mir das halt angeguckt und ich trade halt gerne diese Net-Zero-Teile. Es gibt natürlich X-Varianten. Okay, was habe ich bekommen dafür, beziehungsweise bezahlt dafür? Hier haben wir die Order, die mache ich mal, oder die noch sowieso nicht schon auf. Genau, bei TC-Trade, wo ich den getradet habe, ich habe das auch bei IB getradet, aber bei IB ging der nicht zu dem Preis durch. Bei TC-Trade kriege ich in der Regel deutlich günstiger durch. Und wenn ich dann drei Butterflies in diesem Fall aufgesetzt habe, naja gut, da habe ich nachher die Order bei IB gestrichen, weil die ging da auch nicht für $53 durch. Ich habe also hier $50 für bezahlt, ne, pro Leg, Quatsch, pro Butterfly, ne, also insgesamt dann $150 und naja, also Tasty Trade deutlich besser häufig in der Ausführung, egal welche Setups ihr oder Einstellung besser gesagt, ihr bei IB benutzt. Also das ist hier deutlich besser. Ich habe es also auch für $53, glaube ich, bei IB nicht durchbekommen. Ne? Und bei, ja, das macht sich dann schon bemerkbar auf Dauer, nicht bei einem Trade. Ne? Aber das rechnet sich dann halt. Ne? Okay, das war der Trade im Wesentlichen. Wem das gefallen hat, gerne ein Like und ein Subscribe. Und dann, ja, hoffe ich dann vielleicht beim nächsten Mal, dass wir uns wiederhören. Okay, macht es gut. Gruß aus der Karibik und tschüss.